herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um ein Thema, wo man vielleicht nicht so gern hinschaut, um die Arbeit mit dem eigenen Schatten. Und ich möchte da auch in nächster Zeit mehrere Reisen dazu machen. Und heute geht es einfach mal darum, dass man erkennt, wo manipuliere ich mich selber, wo manipuliere ich vielleicht auch andere, wie manipuliere ich auch andere. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bestandpunkt der Selbsterkenntnis, dass ich einfach weiß, was setze ich denn ein, was zeige ich denn gern von mir her. Denn wenn man es zudem sagt, das sind meine Attribute, die ich gerne nach vorne kehre oder mit denen ich auch energetisch versuche zu trumpfen, aufzutrumpfen, ja, dass ich dann merke, okay, wo sind denn dann meine Pole, über die ich vielleicht nicht ganz so stolz bin, was ich mir jetzt nicht gleich nenne es jetzt mal an den Bewerbungsbogen schreibe. Und wenn man da mal bewusster ist, wenn man da mal ein bisschen klarer hinschauen kann, dann kommt eine eigene Dynamik rein und vor allem man merkt dann auch, wo werde ich selber manipuliert oder wo wirkt denn etwas vielleicht auf mich von außen ein. Und deshalb ist diese Arbeit so mit diesen Manipulationsenergien eine ganz, ganz wichtige. Und jeder von uns manipuliert auf eine Art und Weise. Also es gibt niemanden, der da keine, oder ja, vielleicht irgendein Erleuchteter, der irgendwo am Berg sitzt, der da keine, unter Anführungszeichen, Maschen entwickelt hat, Tricks entwickelt hat, wie er entweder zu Liebe kommt oder wie man zur Aufmerksamkeit kommt, wie man eben Energie bekommt, wie man Energie kriegt. Und ja, heute schauen wir uns mal unter diesem Aspekt mal unsere Manipulationsenergien an. Wo manipuliere ich selber und wie löse ich das auch am besten? Das ist heute so Thema dieser Reise. Und dann starten wir gleich mal mit dieser Meditation. Du kannst jetzt gern mal deine Augen schließen und einfach mal tief ein- und ausatmen. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Und du beginnst jetzt deine Reise bei deinem Solarplexus. Das ist so in der Magenhöhe, bei deinem Solarplexus-Chakra. Das ist so dieses Zentrum, ich und die anderen. Ich und die anderen. Und du gehst bei dieser Reise jetzt mal ganz bewusst zu diesem Solarplexuszentrum. Du kannst es dir wie eine goldene Sphäre, eine goldene Kugel vorstellen, in deren Mitte du bist. Stell dir mal vor, du bist wirklich in der Mitte so einer goldenen Kugel. Und du kannst dir dieses Zentrum jetzt anschauen. Zuerst einmal unter dem Aspekt, wo wirst du auf dieser Ebene manipuliert. Also wo werde ich auf dieser Ebene manipuliert? Das heißt, von anderen manipuliert. Und das kann jetzt sein, dass jemand besonders nett zu dir ist. Dass jemand dich besonders reizt. Dass jemand dich besonders ärgert. Geh einfach mal in dein Bewusstsein und schau mal auf der Ebene des Solarplexus, wo hast du Beeindruckungen, Manipulationen von außen drauf? Das können positive und auch negative Energien sein. Das spielt so jetzt keine Rolle. Es geht nur darum, wo kommt von außen was rein. Und das soll jetzt mal gelöst werden.
Also sämtliche Energien, Beeindruckungen, Manipulationen von außen, von meinem Umfeld, lösen sich jetzt von meinem Solarplexus. Und du kannst dir vorstellen, dass diese goldene Kugel, diese Sphäre, in der du da sitzt, gereinigt wird. Alles, was von außen da drauf ist, wird nun abgewaschen und löst sich. Und vielleicht merkst du, dass du auf einer Ebene offener bist als auf einer anderen. Vielleicht bist du auf der linken Seite freier und offener als rechts. Oder vielleicht ist irgendwo eine Ungleichheit. Beobachte einfach diese Energie und sie wird sich ganz von selber regulieren. Und während jetzt diese Heilung, diese Regulierung läuft durch dein Solarplexuszentrum, richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Energien, die Manipulationen, mit denen du arbeitest. Stell dir einfach klar die Frage, auf welcher Ebene manipuliere ich? Jetzt in der zwischenmenschlichen Dimension, das heißt in der Dimension des Solarplexus, auf welcher Ebene manipuliere ich? Vielleicht trittst du besonders herzlich auf, besonders unterstützend. Vielleicht trittst du besonders kühl und rationell auf. Egal auf welcher Ebene du selber manipulierst, erlaube dir jetzt, dass du da klarer wirst und dass du klare Impulse bekommst, auf welcher Ebene du andere manipulierst, auf welcher Ebene du gerne Energie von den anderen, vom Außen hättest. Stell dir die Frage, was ist das Ziel meiner Manipulation? Was glaube ich dadurch zu erreichen oder dadurch zu gewinnen? Was ist das Ziel meiner Manipulation? Was glaube ich dadurch zu erreichen? Lass diese Frage ganz bewusst jetzt in dir widerhallen. Also was ist das Ziel meiner Manipulation? Was versuche ich dadurch zu erreichen? Und schau einfach mal, was du da für Bilder bekommst. Und wenn du Bilder empfangen hast, dann bitte jetzt darum, diese Manipulation zu lösen. Ich bitte jetzt darum, dass meine Manipulationsenergie, die nach außen fließt, auf der Ebene des Solarplexus jetzt gelöst wird. Bitte jetzt um Reinigung, um Heilung.
und Lösung meiner Manipulationsenergien. Und erlaube dir jetzt, diese Bilder zu empfangen. Und erlaube dir auch, dass jetzt diese Energien gelöst werden können. Mit ganz viel Liebe und Verständnis. Ganz viel Liebe und Verständnis fließt jetzt in dich ein. Klarheit, Heilung und Vertrauen. Klarheit, Heilung und Vertrauen. Und auf der nächsten Ebene Eigenermächtigung. Das, um was ich bitte, kann ich auch umsetzen. Das, worum ich bitte, kann ich auch umsetzen. Und nun spüre, wie das Lösen von Manipulationsenergien, wie diese Lösungsenergie in dich einfließt. Alte Schocks und Anspannungen gelöst werden. Und wie eine tiefe Heilung stattfinden kann. Und nachdem wir bei den Manipulationen auf der Solarplexus-Ebene sind, reinigen sich natürlich auch körperlich dein Magen, deine Leber, deine Bauchspeicheldrüse und deine Milz, deine Galle auf der physischen Ebene mit. Jegliche Angst, jegliche Sorge, jegliche Unsicherheit darf jetzt von dir abfließen. Sodass du mehr und mehr in deine wahre Kraft, in dein wahres Urvertrauen, in deine wahre Eigenverantwortung gehen kannst. Und so dass sich immer mehr deine Manipulationsenergien lösen. Vielleicht fallen dir auch Personen ein, die du aktuell manipulierst oder die du manipuliert hast. Es ist weder jetzt richtig noch falsch, sondern einfach eine Wirklichkeit. Und dann bitte mal darum, dass sich alles löst aus der Vergangenheit und in die Gegenwart hinein, was dich jetzt auf manipulative Art und Weise mit anderen verbindet. Alle diese Programme werden jetzt aus deinem Solarplexus gelöst. Diese Verbindungen lösen sich, werden abgetrennt. Und du kannst wahrnehmen, dass deine goldene Sphäre, deine goldene Kugel weiter wird und größer wird.
Wichtig ist nochmal, dass du jetzt bedingungslose Liebe und Verständnis empfängst. Das Gefühl, du wirst so geliebt, wie du bist. Und du wirst so gehalten, behütet, wie du bist. Wie du in deinem Wesen bist. Sämtliche Manipulationen schälen sich ab und du spürst auch, dass du Manipulationsenergien teilweise aus dem Familiensystem übernommen hast, teilweise in der Schule gelernt hast, von deinen Erziehungsberechtigten, von deinen Lehrern. Und auch schon im Kindergarten von den Pädagoginnen und Pädagogen dort. Und dass sich jetzt all diese Programme lösen, dass du spürst, dass du dich nicht in einem System, einem Klassensystem beweisen musst oder dich positionieren musst, sondern dass jeder diesen Freiraum selbst zugestanden bekommt. Jede Frau, jeder Mann bekommt diesen Freiraum ganz selbstverständlich, ohne ihn sich erkämpfen zu müssen. Durch vielleicht irgendwelche Statussymbole. Ein besonderes Spielzeug, das du dir nur wünschst, um angeben zu können, oder ein Fahrrad, auf das andere schauen können. Und dieser Druck fällt jetzt von dir ab. Und du spürst, dass Frieden in dich einkehrt. Du spürst, dass Entspannung in dich einkehrt. Du spürst, dass alte Anspannungen von dir abfallen. Und du spürst, wie sich diese Manipulationsenergien lösen. Du spürst auch, wie dein innerer Mann und deine innere Frau und auch dein inneres Kind jetzt mehr Freiraum bekommen. Dass sich das Spielen um Energie, das Fordern, Einfordern von Energie und auch das Abgeben von Energie, dass sich diese Spiele jetzt lösen und du absolut erfüllt, klar und selbstbestimmt in deiner Mitte bist. Sämtliche Ängste fließen ab und machen einem tiefen Urvertrauen Platz. Alle Mechanismen des Selbstboykotts, der Eigenmanipulation und auch der Manipulation von anderen dürfen sich jetzt lösen. Vor allem darf sich jetzt das Gefühl des Nichtgenügens,
Der Minderwertigkeit, der inneren Unsicherheit lösen. Und du spürst, wie dieser Stress abfließt. Und du voller Kraft und Vertrauen eine neue innere Stabilität und Klarheit erschaffst. Mit diesem Lösen von Manipulationsenergien löst sich auch das moralische Schwarz-Weiß-Denken. Das Urteilen, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und du spürst, dass du eine Gelassenheit und Sicherheit entwickelst. Nachdem sich diese Manipulationsenergien lösen, spürst du auch, wie vielleicht manche Menschen deinen Wirkungskreis verlassen und wie sich dein Zentrum neu formiert. Atme nun tief ein und wieder aus und nimm wahr, dass diese Programme der Manipulation sich gelöst haben. Nimm wahr, dass du in dem Zentrum dieser goldenen Kugel bist, dieser goldenen Sphäre bist. Und spür, wie ruhig und klar es ist. Erlaube dir, mit dem Höchsten in Resonanz zu treten und dich immer vom Höchsten inspirieren zu lassen. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und komm dann ganz in deine Verantwortung, ganz in dein Vertrauen. Und du spürst, wie ein dunkelviolettes, ganz, ganz dichtes, violettes Licht von deinem Kronchakra durch dich hindurchfließt, in den Bauchraum hinein, Beckenraum hinein, bis zum Wurzelchakra und aus dem Wurzelchakra raus in die Erde und dich dort mit der Erde verbindet. Du spürst, dass du in deinem Energiefeld alte Weisheit, ein altes Heilsein wieder aktiviert hast. Und du spürst, dass du aus der Bedürftigkeit, etwas von anderen zu brauchen, die Kleine zu sein, die Bedürftige zu sein, ausgestiegen bist. Und jetzt absolut in deiner Eigenverantwortung angekommen bist. Atme tief ein und wieder aus. Und spür mal, wie diese Heilenergie ganz selbstverständlich durch dich hindurchfließt, aus dir hinausfließt und sich wieder reinigt.
Alles, was du nicht benötigst an Energie, fließt aus dir heraus, denn du bist großzügig und du weißt, dass du immer genug für dich haben wirst. Genug Kraft, genug Energie. Und du spürst, dass du in dir eine kraftvolle Energiequelle aktiviert hast, die dir erlaubt, 100%ig in deiner Energie zu bleiben, sodass du nicht in die Verlegenheit kommst, jemanden zu manipulieren und jemand anderer auch nicht zu dir reinkommt und dich manipulieren kann. Bedank dich jetzt bei der geistigen Welt, bei deinen Helfern und Führern für diese Reise und diese Inspiration. Atme nochmal tief ein und wieder aus und dann streckst du deinen Körper durch und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar und entspannt. Lass diese Reise noch etwas nachwirken und wenn du dich wieder gut spürst, öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt, diese Zeit, diesen Raum zurück. Das war jetzt mal so Lösen von Manipulationsenergien. Wo manipulierst du? Wo wirst du manipuliert? Ich hoffe, die Reise hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Teile das Video, falls du jemanden kennst, der es vielleicht mal braucht. Und ja, bleib auf jeden Fall bei dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Linz. Dein Oliver Arni. Tschüss.